Die Dinge, die wir häufig im Vorbeigehen zwar bemerken, aber nicht so ein explizites Augenmerk haben, irgendwie, weil die dann beim entsprechenden Licht tatsächlich was offenbaren. Ja. Und Absperrbänder waren es, es waren auch Garagentore, also mit denen habe ich eigentlich begonnen, aber auch normale Kommoden und so weiter, weil einen bestimmten Lichteinfall, das interessiert mich auch, die Plastizität der Dinge. Ich saß hier und war am Überlegen, wie kommt das aus diesem abstrakten Fahrwasser raus? Und es wird jedermann klar, dass ich mich für die ganz alltägliche Dingwelt interessiere. Und ich glaube, da lag ein Stück Schokolade. Habe ich gesehen, das ist ja eigentlich in dem Licht wieder die gleiche Oberflächenbeschaffenheit wie diese Garagentore und all das. Und hat bloß einen kleinen Mehrwert. Ich kann dann noch durch diese Schriftzüge, wie sonst Sarotti oder Lindt da geprägt ist, quasi meinen Künstlern, die mich immer beschäftigt haben und die ich sehr schätze oder irgendwas geleistet haben und ohne die ich nicht leben könnte. So, man hat ja so über die letzten Jahrhunderte, muss ich ehrlich sagen, Leute, die man liebt und die bekommen jetzt von mir Schokoladen. Das ist quasi dann in gewisser Weise auch ein Konzept und ist auch eine Konzeptkunst. Natürlich so daran, dass ich dann, wie zum Beispiel bei Fontshop, spezielle Schriften mir aussuche. Beim Bach jetzt zum Beispiel, das ist seine Unterschrift. Das war so ein bisschen ein Akt, irgendwie die zu bekommen und die dann umzurechnen, vektorisieren zu lassen, mit dem Grafiker zusammen am Rechner und dann eine Schablone herzustellen. Und dann mache ich es aber alles mit der Hand. Ist das eine ganz eigene Schönheit oder wie ein Mehrwert, das ist ein jetzt marxistischer Begriff, aber man läuft vorbei und mit dem entsprechenden Licht merkt man, dass das einmal richtig Grundphänomene klar macht und einen einfach auch mal nachdenken lässt, irgendwie auch über eine Schönheit von etwas, das man gar nicht als schön wahrgenommen hat bisher, weil es angeblich nur einem Zweck dient. Natürlich sehe ich eine Entwicklung in der Kunst, aber ich könnte jetzt nicht sagen, wodurch das beeinflusst ist, außer durch Spaziergänge oder Auseinandersetzung mit den Dingen, die einen umgeben.